What? Eine Moose-Orgie. Ja. So, bist du nicht auf dem Wüstenkontinent, du bist ein Stein. Oh, stark. Es hat ja diesen Ruf als Art-Game, aber es ist auch sehr witzig. Dann erschaffst du dadurch quasi Leben. Oh, also auch kleine Elche und kleine Bäume. Oh. Die Liebesritual des Driftwoods. Wer bin ich? Das ist direkt die erste Frage, ja, die Everything dir stellt. Wer bist du? Also wie heißt du? Every das wird direkt schon. Man. Nee. Everyone. Was geht denn? Gehen Akzent? Nee. Das ist, ja, warum nicht? Ist das Spiel gecrashed? Das ist jetzt mein Name. Ah, schön. Herzlich willkommen zu Everything. Ist so schade, dass wir ein deutschsprachiges Format sind, weil man diese ganzen dummen Witze nicht machen kann. Dass wir Everything streamen, jetzt ist Everything loaded, wie der Ladebildschirm gerade schon scherzte. Florian, ich habe noch nie in meinem Leben Everything gespielt. Ich hatte es aber auf meinem Pile of Shame. Und du sagtest, ich sollte dieses Spiel unbedingt mal spielen. Jetzt sag mir doch mal, ja. Was ist Everything? Wow, da stellst du eine Frage, die sich nicht leicht beantworten lässt. Wenn man gemein sein möchte, könnte man sagen, Everything ist ein Spiel, ist eigentlich vielleicht ein Ambience-Action-Game, könnte man fast sagen. Aber ein. Das machst du nur, um mich zu ärgern. Aber es ist, ja. Also, das ist ja auch das. Also, das ist so ähnlich wie bei so Spielen wie Below zum Beispiel. Man muss das Spiel einfach erleben. Ich darf dir gar nicht so viel vorher spoilern, aber du siehst ja quasi, bewegst dich hier in so einem. Bewegst dich. Ich bin ein Stern oder so etwas und bewege mich und wachse und lerne zu denken. Es fängt mit dem Bewusstsein an, das Universum. Ja. Mit der Frage. Der Frage nach dem Bewusstsein, ja. Now I'm an Elch. Herzlich willkommen zu Everything. Du bist ein Elch. Wunderbar. Ich muss zugeben, dass ich habe die. Ich habe schon viel über die Laufanimation gehört. Ja, das ist großartig. Oh, da ist etwas. Ja. Oh, jetzt sind wir so leid mit dem Namen. Ja, du machst es echt. Das ist also nicht sehr accessible, ne? Für die. Nee. Für deine Mit. Hallo, Sana 2-3, yay. Ich binde mich nicht an die banalen Grenzen von der englischen Sprache. If other things on you, you might sing back. Wie singe ich? So, Space. Oder? Space oder mit dem Mausbutton. Das klingt ein bisschen so. Als hätte. Wie heißt der das gemacht hat? Das ist doch so ein primär Single-Dev-Ding, oder? Zumindest ein zentraler Name, ja, der dabei immer fällt. Das hat David Reilly gemacht, der auch Family gemacht hat. Family! Ja, jetzt sing mal. Muss gleich zurück singen, theoretisch. Oh. Bunte Gedanken? Sie haben Fragezeichen. Sie fragen sich, was machst du da? Was ich mache? Wir singen mit. Wir gründen eine Gesellschaft. Eine Band, willst du sagen. Ich dachte jetzt hier, wir gründen die Gesellschaft, also Civilization. Ach so meinst du? Weil wir zivilisieren uns. Wir sind keine Elche mehr, die einfach nur rumgrunzen. Wir sind Elche, die mit einem... With a purpose. Ich verstehe meine Kunst nicht. Ja, da ein buntes Everything-Icon. Es ist nicht so richtig low-poly. Es ist ein bisschen, so, Achtung, controversial, Acid-Flip-Ästhetik. Ja, schon ein bisschen. Und ich finde auch, wir sollten mal dafür kämpfen, dass Acid-Flipping keine negative Konnotation hat. Flip all the Acids. Acids flippen, hier natürlich, die Acids flippen. Literally. Ja, die Flip. Richtig, ja. Florian, während ich versuche zu verstehen, was mein Gesang bezweckt,
Ja. Info, drop doch mal David O'Reilly nochmal, weil ich dich vorhin unterbrach. Ja, David O'Reilly ist ein Entwickler, der tatsächlich ein irischer Entwickler aus Kilkenny. Eine Stadt, die wahrscheinlich eher hauptsächlich bekannt ist für ihr Bier. Ist das England? Irland. Irland. Oh, England, die Insel. Ja. So, jetzt kannst du V drücken. Und jetzt? What? Eine Moose-Orgie. Ja. Jetzt kannst du dich, glaube ich, diese ganzen Elchen bewegen, wenn du dich bewegst. Und die alle mit, glaube ich. Wow! Ja, genau. Es ist ein. Wow! Eine riesige Elchherde auf dem Weg zu ihrer Erfüllung. So. Stark. Und ich kann mit allen gleichzeitig singen? Oh, da singen die Wölfe mit. Ja. Denn alles ist connected, natürlich. Everything is connected. Wir wissen. Oh, aber das wird jetzt ein bisschen aggro. Wie gesungen wird? Ja. Also, wie die Wölfe zurücksingen hier mit ihren roten... Nee, ja, aber, ich meine, so Wölfe und Elche sind jetzt auch nicht so, die sich so prinzipiell gut verstehen. Wahrscheinlich, ja, ist das so? Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht, dass der Wolf an sich vielleicht eher Respekt vor dem Elch hat, weil Elche sind echt groß. Oh, Gorillas. Nee, Orang-Utans? Oh, ich weiß nicht, über Affen. Aber es ist ja schön, guck mal, das ist ja schön, dass die, also was ich auch so gut finde, ist, dass einfach da alles zusammenkommt. In einem Biom. Affen, Elche, Wölfe. Ist gut, richtig gut. So, frag mal über den Stein, wie es weitergeht. X war es, genau. Hier bin ich. Nein, das ist natürlich Quatsch. Oh! Not yet! Try it and go a few things. Ah, das ist so schön. Release the mooses. Release the mooses. Ja. Stark. Bin ich jetzt ein Elch wieder nur? Ja, aber ein anderer Elch, guck. Oh, stimmt. Bin eine Elch-Kuh. Heißt das so? Und kein Elch-Hirsch? Heißt das Kuh-Hirsch? Ja, ein Elch-Kuh. Heißt das so? Vielleicht auch ein Junghirsch? Nee, Elche heißen nicht Hirsch auf jeden Fall. Guck mal, der Bär denkt was. Der Bär denkt, ich habe noch nie einen denkenden Bären gesehen. No offense, aber... Ja. Ex heißt... Ex heißt no. Release. Wo bist du denn? Bleib hier, kleiner Freund. Er rollt mitten in den Stein. Naja. Ja, er rollt den Stein hinauf. Nee, das ist nicht mein Ding. Ich glaube, du musst einfach weit genug dich sozusagen durch die Welt werfen. Ja, dann bleib ich einfach mal hier. Es ist ein zielloser Walking-Simulator. Ist das denn jetzt richtig? Naja, ziellos weiß ich nicht. Nee. Also man kann das Spiel schon, ich weiß nicht, ob ich da zu viel wegnehme, weißt du? Wenn ich jetzt hier... Du willst wieder nicht spoilern. Ja, das Ding ist halt... Okay, was ich vielleicht sagen kann, wenn man denkt, also man kann, es ist schon so ein Progress sozusagen drin in diesem Spiel, aber wenn man denkt, dass man das Spiel beendet hat, geht's eigentlich jetzt richtig los. Also es gibt technisch ein Ende, ein Durchspielen. Ja und nein. Ja und nein. Ja, es ist nicht einfach. Everything ist nicht einfach. Not everything's easy. Weißt du, wie das damals ankam? Weil es ist es hat ja diesen Ruf als Art Game, aber es ist auch sehr witzig. Ja, es ist super witzig. Also was heißt auch, das klingt, als wäre es ein Gegensatz, aber man verbindet ja oft die artiest Arts Games nicht mit einem mit so einem Humor. Also das Ding ist ja quasi, dass es, glaube ich, auch so den Ruf des Art Games kommen hat, weil du an bestimmten Stellen im Spiel sozusagen, wo du aber auch jetzt quasi noch hingeführt wirst, kannst du dir Aufnahmen von einer Vorlesung von einem Philosophieprofessor, glaube ich, anhören, wo es eben um die Theorie geht, dass alles eben connected ist. Get close to something small. Es ist schon ein Katamari-like. Ja. So, und jetzt kannst du quasi Wow. in
diese in den kleinen Affen rein. Und jetzt bin ich zwei Affen. Du kannst mit dem Affen nicht reden. Jetzt bin ich. Ja. Drei Affen. Und so. Vier Affen. Ja. Eine. Du let the apes out. Affen. Du guck, du kannst noch weiter below. Du kannst in noch kleinere Dinge reingehen. Du kannst ins Gras hinein. Wow. That rough grass is looking lonely. Wow. Bin ich ein Grashalm? Nee, du bist, glaube ich, so ein Gras Pflänzchen-Dings. Aber du kannst, glaube ich, noch deeper gehen. Ist dieser Frosch größer als ich? Oh, you must bond with this first, okay. Ah, jetzt hier, guck. Du kannst. Okay, das ist noch ein bisschen kleiner. Und du kannst. Oh, ich wachse. So, ja. Ja, ja. Das kann ein Käfer sein. Oh, oder ich bin ganz viele Blätter. Wir machen Blätter. Jetzt bin ich ein Käfer. Ein kleiner Käfer. Der unter dem Gras versteckt war. Marienkäfer. Was ist der richtige Blickwinkel? Das ist eine wichtige Frage. Natürlich wäre ich gerne ein Baum. Weil Bäume haben mir schon viel geholfen. In deinem, so generell, also es ist jetzt quasi ein Schwang aus deiner Jugend. Nee, ich meine jetzt in dem Spiel hier. Ah, unser Freund der Hase. Ich würde sagen, gefühlt vielleicht naja schon so 4-5 Stunden. Okay. Guck mal, jetzt bist du ein Baum, das ist ein riesengroßer Baum. 4-5 Stunden würde ich sagen. Das ist schon relativ, also das habe ich jetzt auch jetzt das Gefühl schon, es geht auch relativ zügig voran. Es ist jetzt nicht so, dass man viel Leerlauf hat im Sinne von so einem totalen Zen-Game. Also es gibt schon einen sehr konstanten Fortschritt. Man entdeckt dauernd neue Sachen und wobei, also man kann es auch wie ein Zen-Game schon auch spielen. Also es gibt natürlich dieses Heranführen. Siehst du nämlich, du kannst quasi sozusagen dich als Landmasse auch bewegen. Wow. Ja. So, jetzt bist du nicht auf den Füßen gekommen. Du bist ein Stein. Oh, da bin ich aber enttäuscht. Der rollt mir ein bisschen zu flüssig. Ja, es ist sehr unterschiedlich, ne? Nur die Tiere sind... You are rock large. Vor allem das Coole ist, was da auch immer steht, in dieser Open Stone Category und so, du hast quasi auch so ein Almanach von allen Wesen, die du schon besetzt hast. Das Panini-Heft der Ambience Action Games. Ambience Action Game. Ich finde, ich mag das Wort nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich verstehe, woher es kommt. Da ist schon wieder entschieden. Ja. Aber es klingt einfach, es ist ein Wort, das so bumslangweilig klingt. Und ich finde, das wird diesem Spiel nicht gerecht. Ja, also ich meine natürlich trotzdem Shoutouts an Christian Huberts. Nee, sprich du mal. Ich werde jetzt einfach ein Planet und fliege kurz durchs All. Genau, fliege mal kurz durchs All und vielleicht entdeckst du noch einen anderen Planeten, wo du dich wieder descenden kannst. Der Scope dieses Spiels ist halt tatsächlich, das finde ich halt auch so beeindruckend, dass der Scope dann doch tatsächlich relativ groß ist, dafür, dass es halt irgendwie eigentlich ja so ein, also, ja, wie soll man das sagen, dafür, dass es halt eigentlich so ein kleines Projekt ist halt dann doch. Genau, da kannst du quasi dann... Das ist doch, was ich gesucht habe. Schöne Kategorien. Moose. Und da gibt es auch so ein paar Infos, siehst du? Wow. Also es ist tatsächlich richtig, es ist ein, also eigentlich fast schon ein Lernspiel. Das ist ja hier wirklich Wikipedia-Fact. Ja. So, jetzt ist die Frage, größer oder kleiner? Jetzt, meinst du? Ja, die Elche hier. Ich möchte so. Ach, die Elche größer oder kleiner sind? Ich glaube, die sind kleiner. Schon ein größerer Stein. Verhältnismäßig für so einen Stein. So. Und mit dem Pinguin, der sich absolut herzerweichend bewegt, kannst du jetzt quasi, da links war doch was, oder? Das ist noch mehr Pinguin erst. Okay, noch Pinguine. Okay, fair genug. Man kann nie genug Pinguine haben. Ja, für alle Pinguine. Die Elche schreien im Hintergrund. Ein bisschen genervt, glaube ich, aber wenn hier so 100 schreiende Pinguine rumlaufen würden, würde mich, glaube ich, auch nervös machen. Oder? Ja. Ah, genau. Das ist nämlich jetzt, das ist das, was ich meinte, diese Audio-Logs. Oh. Die quasi im Hintergrund abgespielt werden. Du kannst weiter erforschen. Das ist sehr angenehm. It's too fundamental to give it a title. Wie gesagt, das ist so eine Aufzeichnung von. I'm gonna talk about what there is. Ich muss natürlich mal kurz anrecherchieren. Ja, recherchiere das doch mal schnell. Ist ein TED-Talk bestimmt.
Nee, das ist, glaube ich, so eine Uni-Vorlesung, glaube ich. Original TED Talk. About the basic ideas which influence our everyday common sense. Und, das, und zwar ist es von dem Philosophen Alan Watts. Ideas of the world, genau, Alan Watts, der quasi sich mit östlicher Philosophie auseinandergesetzt hat und die sozusagen ein westliches Publikum gebracht hat. Okay, okay. 1973 verstorben. Oh, ist auch wirklich alt dann, ja? Ja. Genau. Oh. Placer schreibt gerade in den Chat, dass Everything für Best Animated Short Film bei den Oscars auf der Longlist war, weil der Trailer nämlich 11 Minuten ging und einfach von Alan Watts, also von dieser Alan Watts Vorlesung fast unterlegt war. Schau an. So viel zum Thema Art Game, ne? Während wir ein Planetensystem sind. Ein ganzes Planetensystem. Jetzt sind wir fast wieder am Anfang. Jetzt weiß ich gar nicht, war ich am Anfang groß oder war ich am Anfang klein? Jetzt pass mal auf. Wenn du jetzt nicht weiter ascendest, kommst du immer wieder ganz unten raus. Wenn ich weiter ascende, stürzt mein Computer ab, glaube ich, gerade hier. Ja, wahrscheinlich das auch. Gab's eben. Ich suche mal die Wolke. Aber weißt du, wie das Spiel damals, ich sag mal, kritisch ankommt? Weil es ist ja sehr weit weg von einem riesige Airquote klassischen Videospiel. Ja, also ich glaube, das kam, das war halt dann irgendwie, also das war dann halt auch auf irgendwelchen alternativen Seiten eher, glaube ich, gefeatured. Weil es ist ja offensichtlich sehr, es ist schon ein Videospiel ohne Frage, also das ist wirklich gar keine Frage. Ja, natürlich ist ein Videospiel. Also und es ist auch sehr gamey in der Ästhetik, auch mit diesem, also dieser Acid-Flip-Witz ist ja nicht ganz weit hergeholt. Mhm. Also die Games hat es zum Beispiel nicht getestet. Ja, also nee, ich glaube in Deutschland wurde das abseits von irgendwelchen skurrilen Indie-Blogs wie zum Beispiel, Superlevel.de. Da hast du geschrieben, ne? Ja. Hab ich geschrieben, ja. Wurde nicht aufgenommen, tatsächlich. Ja. So ist das nämlich. Du, wenn du quasi dich mit Gegenständen verbindest und dann tanzt, dann erschaffst du dadurch quasi Leben. Oh, also auch kleine Elche und kleine Bäume. Oh. Aber es macht Spaß. Es ist so, Zeit. Also wir hätten ja eigentlich fast Facecams machen müssen, weil ich bin nur am Grinsen, wirklich. Ich erfreue mich. Also ich erzähle jetzt nicht so viel, aber ich erfreue mich gerade sehr an diesem Spiel. Ja. Das ist auch wirklich, also das kann man eben auch wirklich gut als Zen-Game spielen. Ja. Nee, wie würde man sowas in einem Review-Format reviewen? Ohne jetzt, also ich möchte jetzt wirklich nicht hier zwischen Review und Essay und wie auch immer so ein Grundsatz-Battle aufmachen, weil ich glaube, Reviews sind eine durchaus legitime und sehr verbreitete und beliebte Form. Aber wie würde man so ein Spiel wirklich besprechen in einem Review? Schwierig. Also ich meine, du kannst natürlich... Also... Schwierig. Natürlich kannst du die ganzen technischen Aspekte aufgreifen. So, ne? Also du kannst natürlich, weiß ich nicht, Grafik beurteilen und Minuspunkte geben für Animationen, weil die nicht gut sind. Objektiv vielleicht. Ja, man könnte sowas sagen wie charmant, aber undetailliert, Atmosphäre, groß, Story nicht so vorhanden im klassischen Sinne. Auf den 50 besten, von den 50 besten Spielen 2017 bei Polygon und Platz 37 bei Eurogamer. Auf den 50 besten Spielen von 2017. Wow, 50 Spiele in einem Jahr spielen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie bei dem Beginn einer jeden guten Freundschaft. Man lernt sich erstmal kennen. So. Dann steigt man tiefer ein. Oder hebt ab. Wahlweise. Was ist hier? Oh, das ist eine Gazelle? Gazelle? Ja, du bist eine Gazelle. Ja. Kannst du die Ziege? Schlüpft doch mal die Ziege. Jawohl. Aber du bist sehr alleine als Ziege. Vielleicht musst du da nochmal nach anderen Ziegen umgucken. Weil Gazellen scheinen hier durchaus weit verbreitet zu sein. Da hinten. Sehe ich doch. Oh, was ist das? Wildpferde? So, und wenn du jetzt mich mit Ziege dir anlachst. Kann ich tanzen? Jetzt kannst du tanzen. Mit 8. Oder doch nicht. Doch. Tanzen, sie, ne? Tanzen. Ja, ja. Sie tanzen. Und jetzt erscheint gleich eine kleine Ziege.
Tada! Das ist eine Babyziege! Oh mein Gott! Stark. Now you got it. Nice. Genau, und wenn sich der Kreis quasi oben füllt, in der oberen Bildschirmhälfte, dann erscheint quasi ein neues. Ja. Okay, du schaffst dir quasi eine Ziegenarmee jetzt. Nicht Armee, nicht was. Ich möchte, kann ich auch eine kleine Ziege sein? Martialisch. Oh nee. Du erschaffst dir eine. Oh. Ein Grashüpfer! Auch schön. Natürlich, wie wir alle wissen, bewegen sich Grashüpfer. Bewegen sich Grashüpfer generell sofort. Der bewegt sich wie wenn man so eine Spielzeug hätte, ja. Wie man das bewegen würde. Ja, somit ganz genau. Muss ich nur die Hand dazu denken. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber die Schnecke ist natürlich langsam. Ja, frag mich auch, was du erwartet hast. Also, ich glaube, so subversiv ist Everything ja nicht, dass es quasi Schnecken zu Rennläufern macht. Ich würde gerne Schnecken tanzen sehen. Ja, aber vielleicht rollen die hin und her, aber es gibt keine anderen Schnecken, ne? Du bist quasi eine Solo-Schnecke. So kann ich nicht tanzen. Takes two to dance. Takes two to tango, Daniel. Wenn schon Tango, sowas. Ja. Ich könnte ein Grashalm werden. Pusteblume. Schmetterling. Oh wow, das Spiel ist wirklich so eine total kindliche Freude. Das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen für Leute mit so Schmetterlings Aufmerksamkeit spannen. Ja. Auf jeden Fall auch gut geeignet. Oh, hier gibt es einen Baumstamm, in den ich reingehen kann und durch die Gegend rollen. Und ich kann mit den anderen Baumstämmen tanzen und neue Baumstämme Baumstämme kreieren. 100 pro. Oh, sehr schön. Circle of Life. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Tanzen im Kreis. Ich frage mich, was dieser. Du sagtest, er ist schon in den 70ern verstorben? Nee, 80er, 90er? Ja, 1970. Wenn ich jetzt. Ich sehe hier Baumstämme tanzen und kleine Baumstämme machen. Und dabei höre ich diesen Vortrag. Was würde dieser. Was würde der von diesem Spiel denken? Ich glaube, er fand es ziemlich gut. Also, weil das da quasi seine. Es untermalt so ein bisschen seine Theorie. Dass irgendwie alles miteinander verbunden ist. Also, das ist natürlich jetzt sehr. Die Liebesritual des Driftheads. Das ist natürlich sehr heruntergebrochen. Ja. Also, ich. Keine Ahnung, ich habe mich mit Alan Watts, abgesehen von dem Spiel, nie wirklich beschäftigt. Aber. Und ich habe auch schon längst natürlich vergessen, was er da alles erzählt hat. Wirklich sehr ernsthafte Vorlesung. Aber ja, ich glaube, er wäre Fan. Und außerdem, beziehungsweise, er ist ja quasi Fan, weil nach seiner Theorie müsste er quasi alles mitbekommen, weil er alles connected ist. Vielleicht ist er eines der Driftwoods, die dort. Das kleine neue Driftwood da oben. Ja, vielleicht ist das Alan Watts. Wir sind zwei Kreise geformt. Ja, vielleicht, weil sie nicht im Weg stehen wollen. Vielleicht sind sie so, weißt du, vielleicht passen sie aufeinander auf. Und deswegen. Oh, jetzt hat sich die Gruppe wieder ge. Stark! Ja. Das ist schön. Ja. Wirklich sehr zenny. Allein schon auch durch die Tatsache des Autoplay natürlich, ne? Also wenn du einfach das Spiel für dich spielen lassen kannst, einfach zugucken kannst. Dann kannst du zum Beispiel auch dabei. Wie Playstar vorschlug, ein Dübel rauchen. Ideales Kifferspiel. Das ist, glaube ich, ja, das klingt, ist ein Klischee immer, ne, mit diesen Kifferspielen und Kifferfilmen, aber kann ich mir vorstellen. So ein bisschen. Nee, Klischee und Wahrheit sind ja auch immer, ich möchte einen. Du weißt nicht, was ist, du möchtest auf jeden Fall sein. Also ich möchte abwechselnd Tumbleweed. Abwechselnd stundenlang einfach nur tanzende Baumstämme sein, da möchte ich im Sekundentakt etwas anderes sein. Ah, hervorragend. Ja. Tumbling, Tumbleweed, Tumble Down. Wenn man möchte, kann man auch einfach, ja, kann man einfach die ganze Zeit sich als Tumbleweed durch die Welt schlagen. Hast du 100%? Hast du es durchgespielt? Hast du komplett? Mein Pokédex aufgefüllt? Dein Pokédex, ja. Dein Everything-Dex? Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Ja. Oh. Ich möchte jetzt aber noch einmal mit Galaxien tanzen. Vielleicht ist es ein Kifferspiel. Ja, vielleicht ist es wirklich ein Kifferspiel. Wenn ich mir so zuhöre hier. Einmal mit Galaxien tanzen. Nein, nicht größer. Living the dream. Du könntest noch weiter nach oben. Ach nee, du musst. Ich suche eine andere Nebula hier. Milchstraße. Nebulae. Nee, wie heißt das? Das ist schon eine Galaxie, ne? Das ist eine Galaxie, jetzt, wo du bist, ja. Ist das auch eine Galaxie oder ist das was anderes? Was denn? Das da vorne. Das da unten meinst du? Das da. Nee. Ah, nein. Oh. Wow. Ja. Wow, bin ich im Hyperraum? Es kann auch sein, dass du auf der Quarks-Ebene bist. Ich bin mir nicht sicher. Sind Quarks größer als... Ich dachte, die sind klein. Wow, oh, wow. Ja, aber es geht ja quasi dann... Also, ne? Es geht ja... Irgendwann ist ja sozusagen das ist ja um. You are Feedback Sphere. Oh mein Gott. What?